Hallo, zurück im Krafthaus. Heute geht es darum, dass wir ein Boxtraining machen wollen für Anfänger, für jemanden, der noch nie mit Boxen zu tun gehabt hat. Und dafür habe ich heute einen Gast dabei. Ja, moin, ich bin der Ole. Ich komme von Nice Production. Ich bin hier im Videoteam. Wir machen die Videos für YouTube. Und ich hatte im Grunde jetzt noch keine Kontakte zu Boxen, über das Krafthaus, über die Videos, die wir schon gemacht haben, produziert haben. Und ja, ich bin jetzt motiviert, mein erstes Boxtraining hier zu haben. Mal gucken, was dabei rumkommt. Zuerst beginnen wir zum Aufwärmen mit dem Seilspringen. Ich nehme die Zeit. Ole springt 3x2 Minuten Seil. Und Ole, bitte los. Schön ein bisschen auslockern, dass die Schultern nicht zu hart werden. Auch gleich versuchen, wenn du springst, immer schön locker zu bleiben. Nur die Muskulatur anspannen, die du wirklich brauchst zum Springen. Okay, eine Minute Pause ist rum und bitte. Ist gut. Okay. So. Okay, fertig werden für die letzten 2 Minuten und go. Perfekt. Oh, das war das Aufwärmen. Sehr gute Leistung, dafür, dass du noch nie gemacht hast. Richtig klasse. Das Seil kannst du weglegen. Als nächstes möchte ich Ole jetzt ein bisschen Boxtechnik zeigen. Erstmal so ein bisschen Grundschule, wie du die Fäuste ballst und so weiter, wie du stehst. Und damit beginnen wir dann jetzt. Ich lege mal die Uhr erstmal weg. Okay, ein bisschen hattest du jetzt schon mal gesehen, wie wir immer geboxt haben. Ja. Als erstes geht es mal darum, deine richtige Stellung zu finden. Du bist auch Rechtshänder. Genau. Das bedeutet dann für dich, dass die linke Hand deine Führhand ist, links ist die Hand, mit der du vorne stehst. Das heißt, die linke Hand ist ein bisschen weiter vorne als die rechte. Wenn du dich hinstellst in die Boxstellung, dann wollen wir immer so stehen, dass wir stabil stehen und dass wir aber trotzdem beweglich bleiben. Je breiter wir stehen, desto stabiler stehen wir. Je enger wir stehen, desto beweglicher sind wir. Und da wollen wir ein bisschen Kompromiss finden. Einfach ist es immer, die Boxstellung zu finden, wenn du ungefähr schulterbreit auseinander stehst mit deinen Füßen. Wenn du jetzt die linke Fußspitze hochnimmst, dann einmal den Fuß 90 Grad zur Seite drehst, dann wieder auf die Fußspitze gehst und dann nochmal 90 Grad den Fuß nach hinten setzt. So, das ist im Prinzip die Stellung, in der du immer wieder zurückkommen willst, in der du immer wieder stehen willst, wo du stabil bist und wo du trotzdem noch eine Beweglichkeit hast. Das Gewicht, dein Körpergewicht sollte immer ein bisschen vor dem Körper sein, also vor der Hüfte sein, damit du ein bisschen Druck nach vorne ausüben kannst. Der hintere Fuß ein bisschen gehoben, die Hacke hinten hebt sich ein bisschen wie so ein Sprinter im Startblock, dass wir uns von hier aus auch abdrücken können, abstoßen können und beweglich bleiben. Und in diese Position solltest du mit den Füßen immer wieder zurückkommen, wenn du im Boxen stehst. Das lassen wir jetzt noch einmal kurz, die Beine, da gehst du gleich wieder zurück hin in die Position. Wenn du deine Fäuste schließt, nachher im Handschuh ist es ein bisschen anders, im Handschuh kann man die Fäuste nie ganz schließen. Da hat man ja noch die Bandage in der Mitte und dann noch das Material von dem Handschuh in der Mitte. Das heißt, da haben wir immer ein bisschen leicht geöffnete Faust, trotzdem soll man da dann gut Spannung draufbringen. Wenn wir jetzt schlagen, ohne dass wir einen Handschuh anhaben, ohne dass wir eine Bandage haben, ist es wichtig, dass du jedes einzelne Fingerglied beugst, das zusammenschließt und der Daumen, der liegt dann hier an der Seite außen dran. Genau, so, damit er nicht verletzt wird. In dieser Position hältst du deine Faust und dann ist wichtig, dass du hier den Handrücken und die Elle, dass das in einer Linie läuft. Sodass die Kraftübertragung nachher von hier, die Knöchel sind die Trefferfläche, dass die Knöchel im Prinzip die Kraft, die aufgewendet wird, wenn du irgendwo drauf triffst, auf den Sandsack, auf eine Pratze, auf den Gegner, dass hier diese Kraftübertragung gerade runtergeht. Wenn du jetzt die Faust irgendwie so hältst oder so hältst, dann ist immer sehr viel Belastung im Handgelenk und dann ist auch die Gefahr der Verletzung im Handgelenk groß. Deswegen, das hier sollte immer eine Linie bilden. Darauf achtest du gleich immer, wenn du dich wieder hinstellst und deine Übung machst. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Hände weit oben haben, weil dein Gesicht gedeckt werden soll. Trotzdem dürfen wir auch nicht zu weit nach oben nehmen. Zur einen Seite, weil dann der Körper irgendwann zu doll frei ist und zur anderen Seite, weil wir dann
unsere Sicht verdecken mit den Handschuhen. Wir haben noch große Handschuhe an nachher, dann sieht man nichts. Deswegen, man muss ein bisschen die Hände runternehmen, dass man über den Handschuh rüber gucken kann und auch zwischendurch gucken kann. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir die Ellbogen am Körper haben, damit wir hier nicht so offen sind. Auch, es gibt zum Beispiel ja hier die Leber als Trefferpunkt. Das ist halt auch ein K.O.-Punkt auf der rechten Seite, die Leber. Die müssen auch mal ein bisschen schützen. Vielleicht schätze ich nochmal mir gegenüber, genau. Jetzt nochmal aus dieser Position heraus, den rechten Fuß hoch, einmal zur Seite und dann zurück, genau. Und dann ein bisschen das Gewicht nach vorne, den hinteren Fuß auf die Hacke, das Gewicht ist vor der Hüfte und beide Fäuste jetzt einmal so schließen, wie ich eben gezeigt habe. Und jetzt nimmst du die rechte Hand, die nimmst du mit dem Knöchel zum Jochbein, genau. Dann hast du hier einen guten Schutz, einmal vor die Schläge, die von der Seite kommen. Und zu anderen auch nach vorne, wenn Schläge von vorne kommen, kannst du beide Seiten gut abdecken. Und die linke Hand, die nimmst du ein bisschen weiter vor. Die ist jetzt auch dadurch, dass wir mit dem linken Fuß vorne stehen, ein bisschen näher am Gegner ran. Das ist dann deine Führhand gleich im Kampf, wenn du boxst, ist das die Hand, mit der du den Kampf erstmal anfängst und führst. Und die rechte, deine gute Hand, deine starke Hand, weil du Rechtshänder bist, das ist dann die Faust, mit der du entscheidende Treffer setzen kannst und hart schlagen kannst. Mehr schlägt man aber meistens mit der Hand, die vorne ist. Kannst auch mal lockern. Das ist dann auch immer so, wenn man jetzt boxt und am Anfang das nicht gewohnt ist und in diese Position gehen muss, dann spannt man sehr viel Muskeln an und durch dieses Anspannen der Muskulatur wird man auch sehr schnell müde. Wenn man später mehr Erfahrung hat im Boxen, dann weiß man, dass man im Prinzip nur die Muskeln anspannt, die auch für die jeweilige Übung gerade notwendig ist und dass man den Rest des Körpers dann immer entspannt, um nicht zu viel Gesamtenergie zu verbrauchen. Jetzt möchte ich Ole gleich mal die Grundschläge zeigen. Das heißt, ich zeige dir jetzt gleich eine gerade Hand mit links und mit rechts, einen Kopfhaken mit links und mit rechts und einen Aufwärtshaken mit links und mit rechts. Das schlagen wir erstmal alles zum Kopf. Diese Schläge schlagen wir später auch nochmal zum Körper, aber ich will dich auch nicht überfrachten, eins nach dem anderen. Du gehst jetzt nochmal wieder in die Boxstellung, in der du eben warst. Wir können auch nach hier arbeiten, nach vorne arbeiten. Das heißt wieder den Fuß hoch, zur Seite, nach hinten. Wie ein Sprinter im Startblock. Die Hände, die rechte Hand hier ans Jochbein, genau. Den Ellbogen ruhig ein bisschen weiter rein, damit du hier gedeckt bist, genau. Die linke Hand ein bisschen weiter vorne. Die Schulter nimmst du ein bisschen hoch hier auch, damit hier dein Kinn auch gedeckt wird. Wenn du sogar so stehst, dann ist das Kinn frei, da kann ein Haken vom anderen rüberkommen. Wenn du hier ein bisschen weiter oben bist, dann bist du auch da gut gedeckt. Ich gucke mir das nochmal von vorne an. Genau, super. Und jetzt von hier aus machst du einen Schlag mit der linken Hand nach vorne. Die beiden Knöchel sollen treffen. Beine nach vorne gehen. Beginnt die Bewegung aus der Hüfte raus, dass sie sich nach vorne dreht, über die Schulter und dann in den Arm rein. Das heißt, der Schlag kommt nicht nur aus der Streckung des Armes, genau. Genau, sehr schön. Genau. Kommt nicht nur aus der Streckung des Armes, sondern kommt aus dem ganzen Körper. Dadurch wird der Schlag dann auch kraftvoller. Genau, viel kraftvoller. Trotzdem versuch nicht zu doll deinen Kopf zurückzulegen, sondern fokussiere deinen Gegner. Oh, bleib mit deinem Fokus nach vorne, trotzdem deine Hand nach vorne geht. Genau. 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 Und damit die Schläge hart werden, atmest du dabei aus. Genau. Wenn wir ausatmen, können wir eine größere Muskelspannung einbringen und wenn wir zu wenig atmen, dann überpacen wir auch schnell. Das heißt immer ausatmen. Genau. Genau, super. Genau. Schön weit oben zurückziehen, die Hand, dass die Hand niemals in diesem Weg nach unten geht, sondern dass wir immer auf Schulterhöhe mindestens mit der Faust bleiben. Genau. Okay, gut. Und mit der rechten machen wir das Gleiche. Von hier aus, jetzt hast du noch mehr Drehung, jetzt geht über die Hüfte, die Schulter ein und dann die rechte Hand nach vorne strecken. Genau. Jawohl. Genau. Ich schaue nochmal. Genau. Sehr schön. Super, okay. Und jetzt ein weiterer Schlag, das ist jetzt der gerade Schlag, mit links oder mit rechts. Und jetzt zeige ich dir den Haken. Bei dem Haken, da nimmt man den Ellbogen nach außen und dreht dann den gebeugten Arm dreht man und trifft den Gegner an der Seite des Gesichtes. Das ist dafür da, dass wir, wenn er hier mit der Deckung steht, dass wir um die Deckung rumschlagen und den Gegner treffen können. Genau. Und das alles ein bisschen in einer fließenden Bewegung,
die Schulter drehen, die Hüfte drehen und den Ellbogen dabei hochnehmen und danach sofort wieder die Hand zurückziehen. Genau, den Arm nicht so weit strecken dabei, sondern der Arm bleibt beim Treffen, bleibt der Winkel im Ellbogen, genau, genau. Das ist jetzt ein bisschen engerer Haken, das heißt, da war er weit weg, wir gehen jetzt zum Beispiel rein, sind jetzt weiter drin und treffen dann den Gegner mit dem Haken im zweiten Schlag. Genau, mach jetzt mal ohne Schritt ruhig, dass wir hier so eindrehen und wieder zurück. Genau. Ja, genau. Genau, und wieder atmen. Schön. Jawohl. Genau. Sehr schön. Ein bisschen lockern einmal. Und das gleiche nochmal mit der rechten Hand von hier aus. Du stehst und jetzt gehst du dich wieder ein. Ellbogen geht hoch. Der Arm bleibt gebeugt. Bam, seitlich gegen den Kopf. Bam, und wieder zurückziehen. Genau. Jawohl. Schön. Genau. Genau. Die linke Schulter kannst du ruhig auch noch weiter zurückziehen. Dann kommt noch mehr Körper, noch mehr Körperkraft da rein. Genau. Jawohl. Okay, stopp, prima. Und als dritten Schlag, den ich noch zeigen möchte, nehmen wir den Aufwärtshaken. Der Aufwärtshaken kommt von unten geschlagen und geht nach oben. Wenn du den Schlag schlägst, dann drehst du die Hand ein, sodass der Handrücken dann zu mir zeigt. Und schlägst von unten zwischen meiner Deckung nachher durch in Richtung meiner Kinnspitze oder meiner Nase. Genau. Du drehst dich ein, die Faust kommt hoch und gehst hier wieder zurück. Genau. Und möglichst nicht zu tief runterholen die Hand vorher, dass wir nicht so lange frei stehen, sondern dass wir sagen, du kannst hier ein bisschen dich einknicken ruhig mit einer geschlossenen Deckung und drückst dich dann von hier aus der geschlossenen Deckung nach oben. Genau. Ein bisschen aus dem Bein mit raus. Genau. Genau. Jawohl. Schön. Genau. Nach oben schnell wieder in Deckung stehen. Schön. Genau, das gleiche nochmal mit der rechten Hand. Du stehst von hier, jetzt haben wir auch noch ein bisschen mehr, weil wir jetzt wieder weiter hinten sind, haben wir ein bisschen mehr Beschleunigungszeit. Wir sind hier und kommen dann von da zwischen der Deckung hoch und schlagen den Gegner von unten Richtung Kinn. Genau. Schnell wieder zurückziehen, mal die Hand. Jawohl. Genau. Schön. Okay, stopp. Das war jetzt einmal so überhaupt mal eine Grundübersicht über die Schläge, die wir haben. Die Schläge sind das eine. Das zweite, was wichtig ist, ist die Beinarbeit. Und da haben wir bestimmte Fortbewegungsmerkmale. Das heißt, grundsätzlich das Erste, was man lernen sollte im Boxen, ist, dass man in die Richtung, in die man geht, dass man dem Fuß, den der Bewegungsrichtung am nächsten steht, dass man diesen Fuß als erstes setzt. Das bedeutet, wenn mein linker Fuß vorne steht und ich will nach vorne gehen, dann setze ich erst den linken Fuß und ziehe den rechten dann nach. Wenn ich zurückgehen will, dann setze ich halt erst den rechten Fuß, ziehe den linken nach. Wenn ich nach links gehe, linker Fuß, rechter Fuß hinterher. Wenn ich nach rechts gehe, rechter Fuß, linker Fuß hinterher. Das ist am Anfang koordinativ eine Aufgabe, zumal wenn wir das nachher noch mit den Schlägen verbinden. Aber auch das kann man schnell lernen. Das heißt, wir machen jetzt mal unabhängig von den Schlägen, machen wir jetzt erstmal ein paar Schritte, damit du weißt, wie du gehst. Einmal wieder die Boxstellung einnehmen. Wenn du nach vorne gehen willst, wir lassen die Hände einfach erstmal unten hängen, damit du dich auf die Füße konzentrieren kannst, setzt du den rechten Fuß zuerst ein Stück nach vorne, schiebst den vor und ziehst den linken hinterher. Wenn du zurückgehst, den rechten zurücksetzen und den linken hinterher. Genau, wieder nach vorne. Genau, und wieder zurück. Genau, vor. Und zurück. Genau. Vor. Genau. Und zurück. Am besten ist auch, wenn man den Schritt nach vorne nicht so abrollen lässt über die Hacke und dann dahin geht, sondern wenn man den Schritt nach vorne auf den Fußballen schiebt und den anderen zurücknimmt. Immer schön die Fußballen möglichst weit auf dem Boden lassen, viel Kontakt zum Boden halten, weil je mehr Kontakt wir zum Boden halten, desto stabiler sind wir. Und wenn du zur Seite gehen willst, Ole, dann nimmst du erst den linken Fuß nach links, ein Stück rüber, und ziehst dann den rechten hinterher. Genau, wenn du nach rechts gehen willst, rechten Fuß zur Seite und den linken hinterher. Genau. Genau. Schön. Genau. Okay, das gleiche machst du jetzt nochmal mit einer geschlossenen Deckung dabei. Das heißt, du nimmst deine Position ein,
hier die Hände nach oben und dann gehst du selbstständig vor, zurück, links, rechts. Vor, zurück, links, rechts. Okay, probier mal. Zurück, links, rechts. Schön. Vor oder vor. Genau. Perfekt. Sehr schön. Genau. Okay. Super. Okay, und das Letzte, was wir jetzt noch mal einmal machen wollen, das machen wir jetzt nicht mit jedem Schlag, mit jedem Schritt, nur noch mal, damit du das auch noch mal ein Gefühl dafür bekommst, bevor wir jetzt gleich ein bisschen mit der Pratze und mit dem Sandsack was machen. Du stehst in der Boxstellung, gehst diesen Schritt nach vorne, den wir gemacht haben, in Verbindung mit einem Schlag, mit einer linken Gerade. Ich tasse einmal vor. Du stehst hier, schiebst jetzt den Fuß nach vorne und gleichzeitig die linke Faust, ziehst dann den hinteren Fuß an, stehst wieder in der Ausgangsboxstellung. Und dann, wenn du rückwärts gehen willst, wenn er zum Beispiel dein Gegner auf dich zukommt und du möchtest weg von ihm und möchtest ihm auch gleichzeitig ein bisschen stoppen, gehst du von hier aus linke Hand raus, rechter Fuß zurück und ziehst dann wieder ran. Also einmal der Schritt nach vorne, diese Bewegung und zurück, boom, diese Bewegung. Das sind so ganz, das ist ein ganz wichtiger Grundschritt, den wir haben beim Boxen, um einmal die Distanz zu überbrücken und den anderen zu treffen, nicht nur indem wir den Arm ausstrecken. Und das andere, wenn wir von ihm weggehen wollen und ihn trotzdem ein bisschen stoppen wollen, dass er uns nicht zu nahe kommt. Probier mal aus, Boxstellung, genau, Deckung nach oben, linke Hand raus, gleichzeitig den linken Fuß nach vorne. Linke Hand raus, linken Fuß nach vorne. Und dann den anderen Fuß ranziehen, genau, beim Zurückziehen der Faust. Genau, nochmal, wir machen nochmal einen Schritt nach vorne, vorne und ranziehen, genau, nochmal, vor, komm und ranziehen, genau. Jetzt gehen wir zurück. Du stößt auch die linke Hand raus und schiebst den rechten Fuß nach hinten und beim Ranzen der Faust ziehst du auch den linken Fuß ran. Genau. Nochmal zurück. Rechten Fuß und bam, Ranzen, genau. Bam, schön. Wunderbar. Und wir gehen noch einmal vorwärts drei Schritte. Vorwärts, raus, bam, Ranzen. Bam, Ranzen und noch einmal. Und nochmal zurück. Genau. Jawohl. Okay, top. Super. Okay, das waren so die ganz, die allerersten Grundsachen, die man fürs Boxen braucht. Jetzt binden wir gleich Bandagen, dann machen wir ganz klein bisschen Pratzenarbeit, dann machen wir ein bisschen Sandsackarbeit danach. Okay, beim Bandagenwickeln kommt es darauf an, dass wir bestimmte Bereiche der Hand schützen wollen. Das ist einmal das Handgelenk, das ist wichtig, dass es nicht umknickt. Dann haben wir ganz wichtig den Daumen, weil der ja immer ein bisschen absteht. Die modernen Boxhandschuhe haben zum Glück auch eine Verbindung zwischen dem Daumen Teil und dem Handteil, dass es nicht mehr so doll vorkommen kann, dass der Daumen irgendwo hängen bleibt und dann sich verletzt. Aber trotzdem müssen wir dieses Gelenk auch schützen. Dann haben wir hier die Mittelhandknochen, die geschützt werden müssen. Und natürlich vorne die Knöchel auch ein bisschen. Ich wickel dir die erste Bandage und die zweite versuchst du dann selbst. Ich korrigiere, wenn das nicht so ist, oder wenn es so nicht so richtig passt. Hier ist immer eine Bezeichnung bei den meisten Bandagen drauf, welche Seite nach unten gehört. Und wir fangen an mit dem Daumen, da kommt diese Schlaufe rein. So, und dann gehe ich immer zum Handgelenk, gehe hier ein-, zweimal rum, nehme den Daumen auch schon mit. So, ich gehe immer wieder zurück zum Handgelenk und nehme dann oben die einzelnen Finger. So, machen wir zwischendurch eine Faust. Genau. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Gehen hier einmal rüber über die Knöchel. Und dann den Rest benutzen wir für das Handgelenk. So, dann haben wir hier so ein bisschen Platz. Das können wir runterschieben hier. Das ist dann gleichzeitig so ein bisschen so ein Griffsteg, dass du dann ein bisschen Halt hast da dran. Okay? Ja. Fühlt sich gut an? Ja. Okay. Okay, damit Ole jetzt ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wie es ist, gegen Widerstand zu schlagen,
werden wir mal jetzt ein bisschen Pratzentraining machen. Ich ziehe die Boxhandschuhe an und nehme in die Pratzen und dann kannst du mal ein bisschen in die Pratzen reinschlagen. Hört sich gut an? Ja. Okay, bei dem Pratzentraining, da schlägst du mit deiner linken Hand in meine linke Hand und mit deiner rechten Hand in meine rechte Hand. Das heißt, du schlägst dann immer diagonal. Und ich versuche die Pratzen immer in der Nähe meines Gesichts zu halten, damit das dann nachher auch wieder ähnlich ist wie beim Boxen, weil ich stehe dann hier und dann musst du auch in diese Richtung hier schlagen. Genau, du hast schon den Boxstand gestellt. Wir fangen jetzt erstmal an, mit der linken Hand zu schlagen. Und zwar hier ist so eine kleine Trefferfläche. Ich halte diese Hand hoch und sage 1, das ist die 1. Und dann schlägst du mit der Hand hier rein. Okay? Ja. 1. Genau. Versuch ein bisschen mehr deine Hand noch einzudrehen, dass in dem Moment, wo du triffst, dein Handrücken oben ist. Genau. Genau. Und ausatmen dabei. Schön. Genau. Jawohl. Schön. Jawohl. Versuch vorher nicht die Hand zurückzuziehen, sondern von da, wo sie liegt, direkt die erste Bewegung ist in Richtung nach vorne. Genau. Schön. Genau. Gut. Pause. Einmal lockern kurz. Die rechte Hand, deine Schlaghand. Von hier aus nach vorne drehen, auch wieder den Handrücken nach oben drehen, in dem Moment, wo du triffst. Genau. Und dann auch wieder in diese Trefferfläche rein, mit deinen Knöcheln versuchen zu treffen. Ausatmen. Schön. Genau. Jawohl. Schön. Okay, gut. Jetzt schlägst du erst deine linke Hand und gleichzeitig hinterher die rechte Hand. Also du drehst aber die Schulter links vor, ziehst die Hand zurück und schlägst die rechte vor und dann stellst du wieder in der Box. Das ist die einfache Kombination links-rechts. 1-2. Okay, 1-2. Genau. Schön. Jawohl. Schön. Gut. Wie ist das jetzt mit dem Atmen? Atme ich beim ersten oder zweimal atmen? Zweimal kurz. Okay. Okay, nochmal. Jawohl. Schön. Genau. Gut, okay. Ein bisschen lockern. Ja, jetzt schlägst du einen Kopfhaken mit der linken Hand, der Schlag kommt von der Seite hier in die Hand rein. Genau, wir würden dann ein bisschen näher stehen oder ich halte jetzt einfach die Pratze ein bisschen weiter nach vorne. Genau, die Drehung kommt aus dem Körper, eigentlich kippt nur der Ellbogen nach vorne, nicht so viel aus dem Schultergelenk rausschlagen, sondern mehr aus der Drehung des Körpers rausschlagen. Linken Kopfhaken. Genau. Jawohl. Schön. Genau. Schön. Sehr gut. Genau. Schön. Bisschen lockern. Lockern. Okay, und das gleiche nochmal mit rechts. Von hinten hoch eindrehen und hier gehen. Genau. Schön. Genau. 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 Auch noch weniger ausholen. Von hier aus direkt anfangen. Die erste Bewegung ist wirklich die Drehung nach vorne. Schön. Jawohl. Schön. Gut, okay, nochmal auslockern. Okay, und Aufwärtshaken nochmal, damit ihr nicht so ganz aus dem Nichts rauskommt, gehst du bei dem linken Aufwärtshaken ein bisschen nach vorne, beugst dich ein bisschen nach vorne. Beim nach vorne beugen nimmst du die rechte Schulter ein bisschen vor, genau. Und dann, wenn du dich drehst, drehst du die linke Schulter wieder vor. Also genau, das ist die ganze Bewegung. Kurz ein Stück vorgehen und dann in die andere Richtung drehen. Genau. Schön. Genau. Vielleicht die rechte Hand kannst du noch ein bisschen weiter oben lassen, damit du in einer geschlossenen Deckung stehst. Schön. Genau. Jawohl. Sehr schön. Das gleiche mit der rechten Hand. Die linke bleibt auch oben zur Deckung. Du drehst dich ein und kommst von da nach oben. Schön. Genau.
Jawohl. Genau. Schön. Okay, gut. Das waren einmal die Grundschläge jetzt aus dem Stand heraus. Und jetzt mischen wir das ein bisschen. Auch alles noch aus dem Stand heraus. Du stehst locker, ich sag an. Eins, zwei, haken, haken, aufwärts, aufwärts. Du nimmst mal diagonal die Hände. Und was ich jetzt auch beginne, dass ich den Rhythmus ein bisschen breche. Das heißt, wir machen nicht immer eins, zwei, drei, vier, sondern das heißt, nehmen wir mal eins, zwei, eins, eins, zwei. Das heißt, dass wir auch gleich anfangen wollen, dass du nicht in einen bestimmten Rhythmus kommst beim Schlagen, sondern dass du dann auch später den Gegner mit deinen Schlägen überraschen kannst, weil du in einen gebrochenen Rhythmus schlägst. Okay? Ja. Eins. Zwei. Aufwärts. Andere Seite. Ah, ist scheiße. Ja, kein Problem. Aufwärts. Genau. Kopfhaken. Zwei. Eins. Ah. Weiter. Eins. 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 Zwei. Kopfhaken. Ja. Aufwärtshaken. Schön. Kopfhaken. Nochmal. Kopfhaken. Genau. Und zwei. Gerade. Ja. Ah, genau. Und jetzt eins, zwei. Andersrum. Erst die linke. Ja. Eins, zwei. Nochmal. Eins, zwei. Sehr schön. Sehr gut. Power. Und jetzt, nein, wirklich. Mein Ernst. Das Ganze, das machen wir jetzt nochmal aus einer Bewegung raus. Das heißt, wir wollen jetzt nochmal diesen Schritt nach vorne, den wir eben schon mal angezeigt haben. Ich stehe jetzt etwas weiter weg. Damit du mich treffen kannst, musst du gleichzeitig einen Schritt nach vorne machen, damit du hier ankommst. Das üben wir ein bisschen mit der linken Geraden erstmal nur, damit wir nicht zu viel dich überfrachten. Das heißt, ich stehe etwas weiter weg, ich halte die Hand hoch, sage eins, du machst einen Schritt rein und stehst dann etwas näher dran bei mir. Okay? Und eins. Schön, genau. Und eins. Genau, ich gehe weg, du bleibst dann da stehen. Okay. Und eins. Schön. Genau. Und eins. Genau. Jetzt komme ich auf dich zu und du gehst unter Druck und du sagst, ich will das nicht, geh weg von mir. Jetzt schlägst du die eins und schiebst dich dabei nach hinten. Rechten Fuß zuerst, wenn du die linke Hand rausschlägst, okay? Genau. Und eins. Ja, genau. Eins. Schön. Eins. Genau. Jetzt bleibst du mal stehen und schlägst eins, zwei. Genau, sehr schön. Du würdest mich locken, locken bleibst stehen und kommst dann plötzlich mit deiner Kombination raus. Wir gehen nochmal nach vorne, nur mit dem geraden Schlag. Eins, 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 genau. Jetzt gehst du wieder zurück. Eins, ja, eins, eins, bleib stehen, eins, zwei. Boah, ich habe so falsch rum an. Nochmal, komm, eins, zwei. Genau, schön Deckung hoch. Eins, zwei. Und nochmal, eins, zwei. Jawohl, gut, Pause. Sehr schön. Gut, jetzt geht's weiter am Boxsack. Und der Boxsack ist hauptsächlich dazu da, dass wir halt die Kraftausdauer in der Schultermuskulatur beanspruchen. Und ich möchte jetzt, Ole, dass du erstmal nochmal die einzelnen Schläge am Boxsack schlägst. Wir fangen mal an mit der Führung, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie sich das anfühlt, wenn du auf diesen Sack schlägst. Ich halte den ein bisschen fest. Du denkst dran, wenn du schlägst, atme dabei aus. Und die Kraft kommt nicht nur aus der Streckung des Armes, sondern aus der Bewegung des ganzen Körpers. Okay, nur mal die linke Hand ein paar Mal. Genau. Genau. Schön. Genau. Jawohl. Genau. Die Rechte etwas höher halten, nicht fallen lassen. Sehr schön. Okay. Okay. Gut, und jetzt die Rechte mal ein bisschen schlagen. Genau. Nicht ausholen. Von da aus direkt nach vorne gehen. Genau. Jawohl, jetzt gut. Genau. Jawohl. Schön. Genau. Genau. Okay, und komm ruhig mal ein Schrittchen näher ran. Und jetzt stehst du seitlich mit deinem linken Seitwärtshaken hier gegen. Genau. Und mit dem rechten Haken? Schön. Okay. Gut. Okay. Gut. Pause. Wir arbeiten jetzt gleich erstmal nochmal 3x2 Minuten. Machen ein bisschen Sandsack. Du schlägst jetzt etwas freier. Überlegst dir alle Schläge, die wir eben gemacht haben, schlägst du frei raus. Machen wir eine Minute Pause, nochmal 2 Minuten, Pause, nochmal 2 Minuten. Also 3x2 Minuten Sandsack kommt jetzt.
Und ich nehme die Zeit. Haken von unten kann ich wahrscheinlich nicht gegen den Sandsack schlagen, oder? Doch, kannst du auch schlagen. Auch? Die Bewegung ist dann halt nur nicht so doll nach oben, sondern die Bewegung schiebst du ein bisschen mehr nach vorne. Okay. Probier ruhig mal aus. Genau. Genau. Und schlag ihn ruhig auch in die Richtung. Genau. Genau. Genau, mal mit der linken Hand. Genau. Oh. Rechte oben lassen. Genau. Okay. Okay, gut. Okay. Ich nehme die Zeit und du arbeitest einfach frei ein bisschen, okay? Okay. Fertig und los geht's. Schön. Genau. Okay, fertig werden, zweite Runde und los geht's. Rechte oben lassen, wenn du den linken Haken schließt. Schön. Und Zeit. Genau, schön lockern auch zwischendurch wieder, dass die Schultern ein bisschen entspannen. Okay, letzten 2 Minuten. Fertig und los. Und Zeit. Okay, als letzte abschließende Runde am Sandsack möchte ich nochmal, dass du das sogenannte Skipping machst. Das heißt, du schlägst durchgehend links, rechts gegen den Sandsack und zwar immer 10 Sekunden lang und dann machen wir 10 Sekunden lang Pause und dann wieder 10 Sekunden lang. Okay, davon machen wir mehrere Durchgänge. Du stellst dich hin vor den Sandsack, schlägst so die Hände raus, schön lang bleiben dabei, die Hand nicht fallen lassen. Ich sag Stopp, du rufst dich kurz aus, lockerst ein bisschen. Ich sag wieder weiter und du schlägst wieder die Hände raus, okay? Okay. Dabei geht es jetzt um möglichst schnelle Schläge, genau. Und nicht so harte wahrscheinlich. Schnelle, lockere Schläge, tak, 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 raus, die Hände lang bleiben dabei, keinen Faust fallen lassen. Die Kraft aus der Dauer deiner Schulter wird gestärkt. Und du lernst, die Hände oben zu behalten. Okay, gut. Okay? Die Qualität ist jetzt nicht so wichtig, der Schläge. Das ist jetzt mehr eine Übung für die Kraftausdauer. Okay. Okay, fertig werden und los geht's. Pause. Okay, cool. Jetzt ziehen wir gleich die Handschuhe aus und dann machen wir noch ein bisschen allgemeines Krafttraining und danach kommt dann zum Abschluss die Dehnung. So, für die allgemeine Körperertüchtigung gehört das jetzt noch mit dazu, dass wir am Ende des Boxtrainings noch ein bisschen Krafttraining machen. Wir werden jetzt heute gleich noch jetzt ein paar Liegestütze machen, ein paar Kniebeugen und Bauchaufzüge und die mache ich einfach jetzt mal mit dir zusammen und wir fangen jetzt an mit Kniebeugen. Wir machen 15 Kniebeuge. Hände nach vorne und schön Gesicht nach hinten und hoch, genau, 1. Gut, okay, dann gehen wir nach unten in die Liegestützposition. Wir machen 10 Liegestütze zusammen und los geht's. 1, 2, 10, gut, dann setzen wir uns hin. Beine bleiben angewinkelt, wir gehen hier runter, wir kommen nicht ganz hoch, wir wollen nur so weit hoch, dass die Schulterblätter sich vom Boden abheben. Okay, machen wir 15 Stück und los geht's. Zuletzt, um das Boxtraining komplett zu machen, da werden wir uns noch ein bisschen dehnen. Ich mache die Übung vor und Ole macht die Übung nach. Okay, wir stellen uns hin. Nimm beide Arme nach vorne, jetzt nimmst du mit der rechten Hand deinen linken Arm und ziehst den Ellbogen zur Schulter. Genau, dann lösen wir wieder. Andere Seite, ranziehen zur Schulter. Genau. Okay, linke Hand zwischen die Schulterblätter nach unten schieben mit der anderen Hand. Genau. Und wechsel. Okay.
Okay, jetzt nimmst du die linke Hand an die Hüfte und ziehst den Ellbogen nach vorne. Und wechsel an die Hüfte und nach vorne ziehen. Genau. Okay, wir nehmen die Arme zur Seite, Hände nach oben und die Ellbogen, die Hände nach hinten drücken, genau. Gut, dann gehen wir mit den Armen nach oben. Die rechte Hand fasst die linke, Handgelenk, genau, und dann ziehen wir uns nach rechts runter. Und zur Mitte umgreifen, andere Seite. Gut, okay, dann nehmen wir den Kopf mit der rechten Hand, ziehen ihn nach rechts runter, linken Arm nach unten strecken. Wechsel. Gut, jetzt den Kopf nach vorne drücken. Und zurück. Okay, wir drehen nochmal den Kopf seitlich, indem wir hier das Kinn nach da ziehen und den Kopf ein bisschen nach vorne. Wechsel. Okay, gut. Wir stellen uns auf ein Bein, nehmen das andere nach vorne und ziehen das Knie nach oben. Am besten, wenn du ein bisschen in die Ferne guckst, genau, dann steht man stabiler. Okay, Wechsel. Und das gleiche nach hinten, mit beiden Händen einen Fuß fassen. Und Wechsel. Augen kreisen. Okay, gut. Okay, wir drehen nochmal schön hin, drehen den Oberkörper. Nur den Oberkörper, versuch mal die Hüfte zu fixieren, genau. Einmal so rum. Einmal andersrum. Genau. Jetzt drehen wir nochmal die Hüfte. Genau, und andersrum. Okay, jetzt nehmen wir mal die Hände nach vorne. Und versuchen mal keine Spannung mehr im Oberkörper zu haben und schütteln uns ein bisschen aus. Gut. Und schön locker auf der Stelle ein bisschen bewegen. Und die Beine mal ausschütteln. Mal nach links, mal nach rechts. Immer so einen kleinen Zwischenstep machen. Genau. Genau. Okay. Gut. Jetzt haben wir uns ein bisschen noch ausgelockert zum Schluss. Ole, ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht. Du hast dich wacker geschlagen. Ja. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Hast du noch was zu sagen? Nö, war ein sehr gutes Training, war sehr gute Einweisung, ne? Ein bisschen was gelernt. Okay, prima. Vielleicht bleiben wir am Ball, wenn du ein bisschen Blut geleckt hast. Und wenn ihr Lust habt, sowas auch mal zu machen, die gleichen Sachen machen wir auch in den Boxgruppen hier. Jeder kann da mitmachen, auch wenn er vorher noch nie was gemacht hat. Jeder macht das nach seinem Tempo und seiner Intensität. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal ins Krafthaus kommt und bei uns anfängt, Boxen zu lernen.